Your Holiness Pope Francis. Now, a ministry based in the United States, Save to Serve International Ministries, has written an open letter and has likewise challenged the Pope. The Million Dollar Vegan Challenge was inspired by the Pope's encyclical, Laudato Si. This very encyclical and the Million Dollar Vegan Challenge has inspired Save to Serve to come up with a Million Dollar Challenge of their own for the Pope. In Laudato Si, Pope Francis states that to address climate change, Sundays must be observed as the Sabbath worldwide. So here's the challenge. Save to Serve is asking the Pope to prove from the Bible that Sunday is the Lord's Sabbath. And if he does, he will get $1 million to devote to the cause of his choosing. Let's have a listen. Pope Francis, I now address you in the name of our Lord Jesus Christ and our soon coming King. Papst Franziskus, ich rufe dich dazu auf, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, unserem sehr bald wiederkommenden König, diese Challenge anzunehmen und aus der Bibel und nur aus der Bibel zu beweisen, dass der Sonntag der erste Tag der Woche Gottes Sabbat ist und dass die Menschen weltweit diesen Tag heiligen sollen. Ich habe aus der Heiligen Schrift herausgefunden, dass der Sabbat, den Gott im Garten Eden Adam und Eva gegeben hatte, der siebte Tag der Woche, der allgemeine Samstag bezeichnet wird, derselbe Sabbat ist, den Gott Mose gegeben hat. Dieser Sabbat ist das vierte Gebot der zehn Gebote, die sich in der Bundeslade im alten Heiligtum befanden, welche eine Kopie des großen Originals im Himmel ist. Daher ist der Sabbat, der in Eden gehalten wurde, der Sabbat, den Mose gehalten hat, der einzige Sabbat, den Gott anerkennt. Kannst du etwas anderes aus der Heiligen Schrift beweisen? Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, im Teilen der unverfälschten Wahrheit und eines der größten geistlichen Probleme anzusprechen, geistliche und Professoren, die Doktrinen von Menschen lehren. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung finden wir keinen Beweis dafür, dass der Sabbat, der siebte Tag, auf den ersten Tag der Woche, was der Sonntag ist, verlegt oder geändert wurde. Papst Franziskus, vielleicht kannst du uns ja mitteilen, wo du dies in der Bibel gefunden hast. Warum ist es für mich so wichtig, aus der Schrift den wahren Sabbat zu kennen? Erstens habe ich Offenbarung 14, 6 und 7 gelesen, in der das ewige Evangelium erwähnt wird und ich Gott anbeten soll, weil er der Schöpfer ist. Der Sabbat am siebten Tag ist ein Denkmal der Schöpfung. So, Papst Franziskus, sollten wir also nicht den Sabbat den siebten Tag der Woche und nicht den ersten Tag der Woche Sonntag ehren? Zweitens, ich habe Pastoren und Kirchenführer sagen hören, dass der Sonntag der Sabbat ist, weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstand. Ich habe noch keine einzige Schriftstelle gefunden, in der es heißt, dass wir nun den Sonntag als Sabbat halten, weil Jesus an dem Tag auferstanden ist. Papst Franziskus, kannst du mir behilflich sein und mir zeigen, was du gefunden hast, was die Sonntagsheiligen rechtfertigt? Drittens habe ich in der Bibel entdeckt, dass der siebente Tag Sabbat das Siegel und ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk ist. Ich möchte als einer von Gottes Volk erkannt werden. Die Beachtung des Sonntags und nicht des Sabbats, dem siebten Tag, würde mich davon abhalten, zu Gottes Volk zu gehören, schlussendlich einer von Gottes Volk zu sein. Schließlich hielt Jesus den siebten Tag auf der Erde. Ebenso hielten die Apostel den Sabbat am siebten Tag und die bekehrten Heiden hielten sogar den Sabbat durch das ganze Buch der Apostelgeschichte. Zusätzlich wird der siebte Tag Sabbat auf der neuen Erde gehalten. Da Christus mein Beispiel ist, möchte ich ihm hier in allen Bereichen folgen, einschließlich der Sabbathaltung, damit ich bei ihm sein kann und den Sabbat auf der neuen Erde mit ihm halten kann. Papst Franziskus, bitte hilf mir zu verstehen, warum in dem konvertierten Katechismus der katholischen Lehre gesagt wird, dass der siebte Tag der Woche der Sabbat ist, aber es wird behauptet, dass die Kirche die Vollmacht hat, die Feierlichkeit des Sabbats des siebten Tages auf den Sonntag zu verlegen. Ich habe tiefe Sorgen, da ich die Bibel besonders Daniel und Offenbarung studiere, denn ich las dort von einem System, das ein Tier bezeichnet wird, was Gottes Sabbat verändert hat, und sein Bild hatte diese Veränderung verewigt und wird die Menschen dazu zwingen, das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten. Es scheint, als passe der römische Katholizismus in die Beschreibung dieses Tiersystems. Papst Franziskus, kannst du mir aus der Heiligen Schrift etwas anderes zeigen?
Mr. Franziskus, du musst nun antworten, denn wenn der Sabbat am siebten Tag allgemein gehalten worden wäre, hätte es niemals Götzendiener, Atheisten oder Ungläubige oder eine solche moralische Erniedrigung gegeben, die heute allgegenwärtig ist. Wenn ich falsch liege und mir aus der Heiligen Schrift gezeigt wird, dass der siebte Tag nicht mehr Gottes Sabbat ist und dass der Sonntag der erste Tag der Woche jetzt der Sabbat von Gott ist, bin ich jetzt bereit, meinen Fehler öffentlich zu bekennen. Wenn du nicht aus der Bibel und der Bibel allein beweisen kannst, dass der Sonntag der erste Tag der Woche der Sabbat Gottes ist, wirst du nun öffentlich deinen Fehler bekennen und aufgeben und deinen Einfluss dazu benutzen, die Menschen auf den Sabbat, dem siebten Tag, aufmerksam zu machen? Es ist Zeit, rein zu werden und wahrheitsgetreu zu sein. Es ist Zeit, rein zu werden und wahrheitsgetreu zu sein. Es ist an der Zeit, rein zu werden und wahrheitsgetreu zu sein. Es ist Zeit, rein zu werden und wahrheitsgetreu zu sein. Es ist an der Zeit, rein zu werden und wahrheitsgetreu zu sein. Papst Franziskus, wir bitten dich, schnell zu reagieren und unsere Million-Dollar-Sabbat-Challenge anzunehmen. Wenn du unsere Herausforderung annimmst, teilen wir dir und unseren Mitmenschen unsere Erkenntnisse mit, die bestätigen, dass der siebte Tag immer noch der Sabbat ist und Jesus Christus sehr bald wiederkommt. In der Zwischenzeit besuche milliondollarsabbat.org. milliondollarsabbat.org. Wir kämpfen für den Glauben, der einmal den Heiligen übergeben wurde. Maranatha.